Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. In diesen kurzen Aufnahmen zeigen wir euch die Aussagen von den schiitischen Gelehrten, dass sie behaupten, dass sie kein einziges richtiges Buch haben, ja, außer den Koran. Yani alle anderen Bücher wie Al-Kafi, Al-Istibsar, Faqih, Bihar al-Anwar, das sind alles Lügengeschichten. Ja? Die haben kein einziges richtiges Buch, außer den Koran, sagt er. Und wir beweisen gleich auch das Gegenteil. الشهيد صدر رحمة الله عليه محمد باقر صدر اي وسيد الخوئي وسيد الحكيم ومراجع كبار لاني كنت ابحث انا فكانوا يقدموني للبحث. سألتهم هذا السؤال، هل عندكم كتاب صحيح مثل ما عندنا؟ قالوا لا، ما عندنا كتاب صحيح الا كتاب الله. Er sagte, ja, ich habe die großen Maraji, die großen Gelehrten von Schia gefragt, habt ihr ein richtiges, ein einziges richtiges Buch, wie Ahl-Sunnah wal-Jama'a, wie Bukhari, Muslim, die anderen Sahih Sitta? Ja, dann haben die gesagt, nein, das haben wir nicht. Außer Koran haben wir kein einziges Buch, der richtig ist. Das ist Sheikh Uthman al-Khamis, Hafizullah ta'ala, der hat diesen Tijan hier platt gemacht. Deswegen sagte er, du wirst kein einziges Buch finden bei Shia, der richtig ist. Niemals, sagte er. Es ist sehr wichtig, diese Aussage, deswegen wiederholen wir das, inshallah ta'ala, weil ich finde, die Aussage ist sehr wichtig, dass der sagt, es gibt kein einziges Buch, oder du findest kein einziges Buch bei Shia, der richtig ist. Da sagt er, und deswegen findest du kein einziges Buch, der richtig ist bei Shia. Niemals, sagt er, aber dann. Niemals findest du ein Buch, der richtig ist bei Shia. Yani Al-Kafi ist alles falsch, alles Lügen. Al-Faqih, man la yahdhuru al-Faqih und Istibsar und diese ganzen Lügengeschichten. Deswegen sagt Sheikh Uthman immer und immer wieder hin, von wo nimmt ihr eure Religion, wenn der Koran verfälscht ist? Und wenn ihr kein richtiges Buch habt, wenn der Imam nicht da ist, von wo nimmt ihr eure Religion? Jetzt kommen wir zu diesem Rafidi hier. عندكم انتم اقصى ما يمكن هو البخاري والكتب الصحيحه. نحن لا عندنا صحيح، وهذا من ميزات وهذا من ضعفكم. من لا مذهب لا يوجد كتاب صحيح. Habt ihr gesehen, da hat er gesagt, der mit einem schwarzen Amama, schwarzen Hut hier, auf dem Kopf sagte, wir haben kein einziges Buch, der richtig ist. Was für ein Madhab. Wir haben kein einziges Buch, der richtig ist. Und die sagen, wir folgen Ahlul Bayt, wir folgen Madrasat Ahlul Bayt, wir folgen Madhab al-Ja'fari. Wo ist der Madhab von Ja'far? Und das ist Sheikh al-Balushi, hafizahullah. Das ist ein Kurde, ja, von Iran. Sunni, und dieses Sheikh al-Balushi hat auch ihn fertig gemacht in der Debatte. Deswegen hat er ihn dazu gezwungen, dass er sagt, dass die Shia kein einziges Buch haben, der richtig ist. Ja, das ist sehr wichtig. Deswegen habt ihr gehört, er hat gesagt, nahnu la andana ay hadith, nahnu la andana ay sahih. Die haben kein einziges Buch, der richtig ist. وهذا من ضعفكم مذهب لا يوجد كتاب صحيح. إذن أقول للشيعة أجمعين من أين تأخذون دينكم؟ عندنا في اعتقادنا. Das sagt er, der dritte Rafid, das sagt er, unseren Glauben, Atiqat, unser Glaube ist, أنه ما عندنا كتاب صحيح 100%. Das sagt er, wir haben kein Buch, der richtig ist. إذن أقول للشيعة أجمعين من أين تأخذون دينكم؟ وثم يقولون من أين مصادر حديثكم؟ Das ist ein Rafidi, der hat mit Tijani immer eine Debatte, das ist ein Shi'i, Debatte geführt hat gegen Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Der behauptet, dass die Sunna sagen, dass die Shi'a kein einziges richtiges Buch haben. Er kommt jetzt und sagt, nee, das stimmt nicht. Wir hören zu, ist lustig. عندنا كتب أربعة قال مكذوبة ليست مكذوبة. Der behauptet, das ist ein Rafidi, ein Shi'i, Mutashi'a, der ist Shi'a geworden, der behauptet, dass die vier wichtigsten Bücher von Shi'a sind alle Lügengeschichten. Das sind alles Lügenbücher. Der andere vorhin sagte, nee, das stimmt nicht. Jetzt hören wir zu, was er sagt. Er sagt, ich habe gesagt, dass diese Bücher alle Lügengeschichten sind in meinem Buch, das, was er geschrieben hat.
قال مكذوبة، ليست مكذوبة، ليست مكذوبة. الشيعة يقولوا ضعيفة، أنا انقلت قلت مكذوبة. Da sagt er, die Schia sagen, dass diese ganzen Hadithe in den schiitischen Büchern sind alle ضعيف, schwach. Aber ich habe gesagt, das sind alles Lügen. Mach nichts, sagt er. قال مكذوبة، ليست مكذوبة. مثلا أن أعظم كتاب عندهم وهو أصول الكافي أكمل. يقولون بأن في آلاف الأحاديث المكذوبة. Das ist das Buch gewesen, das was er halt selber geschrieben hat. Er hat es natürlich nicht selber geschrieben, die haben für ihn geschrieben. Der kann nicht mein Buch schreiben. Der sagt, ich habe geschrieben in meinem Buch, dass die in dem Buch von Kafi Tausende von Riwayat drinne stehen, die sind alle schwach, alle Lüge. Nicht schwach, sondern alles ist eine Lüge da drinne. Ja? ليس عندنا كتاب صحيح إلا القرآن. Da sagte er, wir Schia kam kein einziges Buch, der richtig ist, außer den Koran. إذن أقول للشيعة أجمعي من أين تأخذون دينكم. So, jetzt gucken wir ein paar Bücher, liebe Geschwister. Hier. Hier seht ihr das Buch, hier heißt Mafatih al-Jinan von Abbas al-Qummi. Mafatih al-Jinan von Abbas al-Qummi, Seite 72. Ja, und das Buch ist gescannt. Ja, da kann keiner behaupten, das Buch wurde, weil die Schia heutzutage, wenn wir diese Beweise zeigen, sagen die, nein, das wurde gefälscht und so weiter und so fort. Das ist ein gescanntes Buch. Ja, das ist Mafatih al-Jinan von Abbas al-Qummi. Ja, دار ومكتبة الرسول الأكرم بيروت يا طبع الأولى 1418 للهجرة. Was sagt er? Lass mal unten lesen, weil das ist ganz wichtig hier. قال العلامة المجلسي sagt er. آية الكرسي على التنزيل على رواية علي ابن إبراهيم والكليني هي. آية الكرسي اللي بقشتها بقى الشيعة ist was anderes als unsere. Wir lesen آية الكرسي bei Schia. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Bis hier ist richtig. Dann kommt die Katastrophe. وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن إلى آخر الآية. Seht ihr, liebe Geschwister, hier? Die haben das hinzugefügt zu dem Koran. وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. Das gibt's nicht in Ayat al-Kursi. Das haben die Schia hinzugefügt. Kommen wir zu dem zweiten Beweis. Der zweite Beweis ist, ich komme nochmal hier, Usul al-Kafi von Kulayni. Usul al-Kafi von Kulayni. Dar al-Kutub al-Islamiyya Tahran. Das wurde in Teheran halt sozusagen dort wurde das Buch nochmal halt dort kopiert und halt dort heraus der Herausgeber ist dieses Verlag hier Dar al-Kutub al-Islamiyya Tahran der zweite Auflage 1388 Lil-Hijra Block 1 Seite 239. Was sagt al-Kulayni über den Koran? Kommen wir kurz runter bei dem Kamera. ثم سكت ساعة ثم قال. Ja, das ist halt, der Riwaya lesen wir nicht. Das, was wichtig ist, ihr könnt ja selber die Riwaya nachher lesen. Das Riwaya fängt ja hier an. وَإِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفُ فَاطِمَا. Wir haben den Buch von Fatima, Mus'haf von Fatima. وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَا. Und die wissen nicht, was das für ein Mus'haf ist. Yani, Ahl al-Sunna wissen das nicht. قال قلت dann habe ich gefragt وما مصحف فاطمة عليه السلام was ist der مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات der مصحف فاطمة ist dreifach so groß wie eure Koran يعني es gibt dreifach آية es gibt in dem Koran von فاطمة sind dreifache Ayah wie hier. Bei uns in dem Koran haben wir 6000 noch was Ayat. Ja, über 6000. Bei den Schia ist dreifache. Ja, ungefähr 18, 19.000
آيات in den Buch von Mus'haf von Fatima und der bei Abu Sardab ist. ثلاث مرات. والله dann sagte er, والله und er schwört, ما فيه من قرآنكم حرف واحد. Und in diesem Buch, das bei Mahdi ist, also dieses Mus'haf von Fatima, gibt's kein einziges Wort, ja, drinne, der ähnlich ist mit eurer. Yani das, was wir gerade lesen, ist nicht der echte Koran, sagt Kuleini. Ja, sondern der echte ist bei Abu Sardab. Und wenn er das rausbringt, das ist ein ganz komplett neues Koran. Kein einziges Wort, ja, ähnelt unserem Koran. Das ist der zweite Beweis. Und das ist gescanntes Buch. Kommen wir zu dem dritten Beweis. Das Buch heißt Ilzam al-Nasib fi Ithbat al-Hujj al-Ghaib von Ha'iri. Ja? Dar de Falak al-A'lami lil-Matwa'at, Beirut, al-Rabi'a. Das ist hier 1379. Seite 96, Block 2. Ja, das ist der zweite Block. Ilzam al-Nasib. Was sagt er hier? Er sagt, hier ist es. فجاء أبو عبيدة ابن جراح وعثمان وسعد ابن أبي الوقاص ومعاوية ابن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ابن عبيد الله وأبو سعيد الخدري وحسان بن ثابت وجماعات المسلمين وجمعوا هذا القرآن وأسقطوا هي كمت. Das heißt, diese ganzen Sahabe, die wir genannt haben hier, die haben ein Koran zusammengestellt. وأسقطوا ما كان فيه من المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة سيد المرسلين. Da sagt er, die haben die Verse gelöscht, weggemacht von dem Koran. Das zeigt, was die Sahaben machen nach dem Tod des Propheten sallam. Gut, yani, hatta, yani, die Lüge bei Shia, subhanallah, hat eine sehr lange Nase. Hatta die Lüge selber. Yani, wenn das in dem Koran steht, was die Sahaba nach dem Tod des Propheten machen, ja, yani, dieses Koran, ja, halt haben nicht nur diese Sahaba überliefert. Es gibt andere Sahaba. Wir haben den Koran von fast 1000 Wege bekommen. Ja? Warum steht das nicht drin? Er sagt, diese Sahaba haben den Koran verfälscht und das, was drin war, haben die weggelöscht. Und nämlich das, was drin war, deren Verhalten von Sahaba nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Und deswegen sagt er, فلهذا ترى الآيات غير مرتبطة und er sagte, da seht ihr die Verse vom Koran stimmen nicht miteinander überein والعياذ بالله sagte er. Da sagte er, das stimmt nicht mit dem Koran. والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عين und das Koran, das Ali رضي الله عنه وارضاه fertiggestellt hat, fertig zusammengeführt hat, بخطه mit seiner Schrift محفوظ عند صاحب الأمر أبو سرداب ist bei Abu Sardab in der Kanalisation von Samarra. فيه كل شيء. حتى es gibt alles, ist alles drin in diesem Buch. حتى أرش الخدش. وأما هذا القرآن فلا شك ولا شبهة وإنما كلام الله سبحانه هذا صدر عن صاحب الأمر عليه السلام. Sagt er. Das ist der dritte Beweis, يعني dass der echte Koran bei wem ist? Bei Abu Sardab. Kommen wir zu diesem Buch. مشارق الشموس الدرية von البحراني منشورات المكتبة العدنانية طبعة بحرين يا da sagte er والحاصل und da sagte يعني insgesamt يعني letztendlich فالأخبار من طريق أهل البيت عليهم السلام أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد صاد بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو محرف ومغير وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عين في كثير من المواضع ومنها لفظ آل محمد عين ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله صاد كما في تفسير علي بن إبراهيم القمي. Das als erstes. Da sagte er, dieses Koran, Khulasa, yani kurz gesagt, die sagt, wir glauben nicht an diesen Koran. Diesen Koran ist nicht der echte und der echte Koran ist bei wem? Bei Abu Sardab. Ja? Yani das, was ich hier, diese Riwayat, das, was ich hier gelesen habe, habe ich schon mal gelesen.
deswegen würde ich das nicht übersetzen. Da sagt er, amma ma kana khilafa ma anzal Allah, fama huwa qawlu ta'ala. Da sagt er, das, was gegen die Wille von Allah ist, ein Vers, liest, yani, er liest uns jetzt ein Vers hier, beziehungsweise schreibt uns ein Vers. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dieses Vers hier. Ja? Faqala Abu Abdullah, da sagt er, كيف نزلت؟ Da sagt er, إنما نزلت خير أئمة أخرجت للناس. يعني nicht خير أمة, كنتم خير أمة, nein, إنما نزلت خير أئمة. Das ist ein Beispiel. Er gibt uns sogar ein Beispiel dafür. Ja? Das ist der vierte Beweis. Kommen wir zu dem fünften Beweis. Das Buch heißt آراء حول القرآن von Al-Asfahani. Ja? Dar al-Hadi, Beirut, الطبعة الأولى, 1411. Da sagt er, السؤال, من هم القائلون بتحريف وما هي أدلتهم? Wer sind diejenigen von schiitischen Gelehrten natürlich, die behaupten, dass der Koran gefälscht ist, dass es nicht der richtige Koran ist? Es kommt der Jawab. والجواب, die Antwort, إن جماعة من المحدثين وحفظ الأخبار استظهروا التحريف بالنقيصة من الأخبار وذلك ذهبوا إلى التحريف بالنقصان وأولهم فيما أعلم علي ابن إبراهيم في تفسيره. Da sagt er, der Erste, der behauptet hat, dass dieser Koran nicht der echte Koran ist, wer ist der größte Gelehrte von Shia? علي ابن إبراهيم القمي. Liebe Geschwister, das ist der erste von den Mufassirin von Shia, die Koran Tafsir gemacht haben. Amma die Muhaddithun, sahib al-Ahadith, kommen wir zu Abu al-Ufair, wa yudhiru thalika min al-Kulayni, haythu ruwiya al-Ahadith al-Zahira fi thalika wa lam ya'liq shay'an alayha, wa dhahab al-Sayyid al-Jazairi ila al-Tahrih fi sharhihi ala al-Tahdhibain wa atal al-Bahth fi thalika fi risalatin sammaha manba'u al-Hayah. Da sagt er, und Kulayni, sahib kitab al-Kafi, ja, das Buch, hat auch sehr viele Riwayat überliefert, sehr viele Ahadithe überliefert, dass diese Überlieferung behaupten, dass der Koran nicht der echte Koran ist. Und da sagt er, und walam yu'alliq shay'an 'alayha. Yani, der Kulayni hat diese ganzen Riwayat in seinem Buch geschrieben, ohne dass er seine Meinung dazu gibt. Das heißt, er ist damit einverstanden mit diesem Riwayat. Ansonsten hat er gesagt, nein, diese Riwayat habe ich zwar überliefert, aber es ist da'if oder es stimmt nicht. Nein. Yani, der ist damit einverstanden mit diesem Riwaya. Deswegen hat er auch seine Meinung nicht kommentiert dazu. Ja? Das ist der fünfte Beweis. Und der sechste und letzte Beweis ist Al-Tibyan fi Tafsir al-Quran von Al-Khu'i. Ja? Mu'assasat Ihya Turaf al-Khu'i. Iran, Qum. Kommen wir, Seite 225. Kommen wir zu diesem Riwaya hier. Al-Illa أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل واحد بخصوصها. يعني er sagt, es gibt so viele Riwayat, nämlich von Ahl al-Bayt, natürlich eine Lüge, ja? Ahl al-Bayt haben nie gesagt, dass der Koran gefälscht ist, wal-iyadu billah. Aber er sagt, es gibt so viele Riwayat von Al-Bayt, die sagen, dass der Koran gefälscht ist, deswegen brauchen wir diese ganzen Riwayat nicht zu prüfen. Ja? Barakallahu fikum. Das sind sechs Beweise, die diese Gelehrten, die gerade gesprochen haben, bei dem Video, widerlegen, weil die sagen, wir haben nur den Koran, der richtig ist. Das stimmt nicht, die haben nicht den Koran. Die haben weder Koran, noch Sunnah, noch die Imam ist da, liebe Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.